So, wie heißt denn Torschütze? Thaler. Ja, der Thaler ist das? Okay. Also, wir sind beim Pokalspiel vom SKV Rot-Weiß Darmstadt. Viertelfinale, zweiter Tag, zweites Spiel. Heute Viertelfinale der beiden Verbandsligisten zwischen SKV Rot-Weiß, bekannter Verein. Bodo Matern sagt vielleicht einigen Fußballfreunden von früher noch was, war mit mir in die Jugend, hat mit mir bei Wormatia Worms noch gekickt. Das ist aber alles schon über 45 Jahre her. Also ich bin jetzt auch schon 60, über 60. So, und dann ist es hier, die Viktoria ist ja aus der Oberliga abgestiegen, in dramatischen Relegationsspielen wie bei mir auf dem Kanal zu sehen. Und heute sind 72 zahlende Zuschauer hier. Also, naja, bei Kroatien war mehr los gestern, aber ein besseres Spiel. Aber vielleicht ist er noch technisch, ist das hier natürlich zwei, drei Klassen besser. Aber die werden sich beide schwer tun auf dem Hartplatz bei Kroatien im Halbfinale. Aber das ist erst im März. Und da werden dann vielleicht auch wieder, können wieder an einem alten Sportplatz gespielt werden auf Rasen. Und das ist die Kroatien nur halb so gut wie auf dem Hartplatz. So, das waren die ersten Eindrücke hier von SKV Rot-Weiß Darmstadt. Wenn euch das gefällt, ich mache noch ein paar Darmstädter Vereine hier in den nächsten Wochen bis zur Winterpause. Und dann gerne ein Abo dalassen bei DJ Coelsa. Euer DJ Coelsa meldet sich heute. Und ob ich heute wieder ein Elfmeterschießen reinstellen kann, voller Länge, ist noch nicht bekannt. Da müsste sich die Viktoria schon ein bisschen steigern. Eben gerade ist mein Favorit hier, die Nummer 17, gerade am Ball gewesen da hinten. Naja. Mal gucken, wann er mit Wadenkrämpfen raus muss, wenn er von vornherein spielt. Alles gut, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. An alle Viktorianer, es kommen auch wieder bessere Zeiten.